Und ich lebe seit 67 Jahren in Freiheit und in Demokratie. Und ich würde mir wünschen, dass ihr alle nicht nur 67 Jahre, sondern noch viel länger in Freiheit und Demokratie lebt. Und ich würde mich auch freuen, wenn noch viel mehr Menschen sich für Demokratie und Freiheit einsetzen würden, für eure Zukunft. Liebe friedliebende Menschen auf der ganzen Welt, wir bitten Sie eindringlich, sich den Bemühungen von Mayors for Peace anzuschließen, um eine weltweite Unterstützung für die Förderung von Friedenskultur zu schaffen. Einer Kultur, in der jeder von uns in seinem täglichen Leben über Frieden nachdenkt und ihn in die Praxis umsetzt und in der gesamten Zivilgesellschaft Wurzeln schlagen lässt. Demokratie, braucht man die oder kann die weg? Wir brauchen sie. Wie die Luft zum Atmen. Weil ohne Demokratie wird die Luft knapp. Das haben wir leidvoll erlebt in den Jahren des Faschismus, wo Millionen Menschen zu Tode gefoltert und durch Kriege getötet wurden. Und wir müssen alles tun, um sowas nicht wieder auftritt. Leider leben wir jetzt immer wieder Tendenzen, dass neofaschistische Elemente Zulauf bekommen in Deutschland und in anderen Ländern Europas und der Welt. Und ich bin sehr froh über das Ergebnis der Wahl in Frankreich, wo auch die Gefahr bestand, dass die rechten Kräfte zur stärksten Fraktion werden. Und ich danke dem französischen Volk, dass sie vernünftig gewählt haben. Und ich würde mir wünschen, dass das deutsche Volk ähnlich agiert und die deutschen Bürger und die Demokratie verteidigen. Nee.
Krieg, brauchen wir den oder können wir weg? Krieg brauchen wir überhaupt nicht. Frieden, brauchen wir den oder können wir auch weg? Ich erinnere an die Aussage von Willy Brandt. Ohne Frieden ist alles nichts. Wir sind laut, weil ihr uns die Vielfalt glaubt. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Vielfalt glaubt. Ich weiß nicht, wo das war. Da gab es eine Kinder, die Schule. Ja, das hat die Kinder.